Da geht's schon mal los. Kinder, es wird Zeit für einen echten Straßenfeger, würde ich sagen. Keine Fußball-Weltmeisterschaft oder sonstige Weltmeisterschaft in Sicht. Also muss der Edgar Wallace ran. Wir werden etwas neu verfilmen von Edgar Wallace. Und ich würde sagen, Lars, du machst den Regisseur und bist natürlich die Stimme. Und Olli, bei deiner Wallace-Erfahrung, du machst den Chefinspektor Higgins. Paul, einer muss den Irren geben. Du spielst den Irren-Butler. Ja? Den Irren-Butler Jonas. Barbara, bietest dich natürlich als potenzielles Opfer an, bist auch irre, denn du bist die irre Melanie Manilow, eine der Manilow-Zwillingsschwestern. Und wer ist meine Schwester? Etwas hübschere, aber bald umso tötere. Andere Zwillingsschwester, die würde ich dann geben, heißt es hier. Bethany Manilow, Opfer eines gemeinen Mordanschlages. So viel weiß ich schon. Ja, da haben wir schon einen wunderschönen Set, ihr Lieben. Wir könnten uns umziehen. Brauchen noch einen Regiestuhl für Lars. Genau. Und wir haben, glaube ich, hier alles für die Schwestern Manilow. Für wen ist denn hier was? Ach, so, Leute, nun kommt mal ein bisschen aus dem Knick, ja? Wir wollen Moment, ja hier, das ist nicht was so denn? Einfach. Also ich hoffe, ihr habt euren Text habt ihr gelernt, hoffentlich, wa? Ihr wisst ja, wir drehen heute einen Edgar Wallace-Film. Ja. Und wir drehen den in Schwarz-Weiß. Ja. Ja, nicht wundern, dass hier so viel schwarz-weiße Sachen hier am Set sind. Das ist alles beabsichtigt. Sag mal, wer ist denn jetzt eigentlich welche von euch, Ben? Ja, ja jetzt, nicht. Und schon sind wir nicht mehr zu unterscheiden. Das sag mal, gibt's aber nicht. Du bist Bethany. Hast du deinen Text gelernt? Bethany. Bist du denn, wer du bist? Emily. Richtig. So. Nee. Melanie. Melanie. Noch richtig, ja. So. Olli, du bist Chefinspektor Higgins. Du löst den ganzen Fall auf. Das ist Gottlieb Fischer. So, also, jetzt geht's los. So, bitte auch Ruhe am Set jetzt hier. Weg mal, bitten durfte. So. Also, ich würde sagen. Ja, dann bitte. Action! Mann, Mann, Mann. Lady. Ja, ich hätte gern mein abendliches Wässerchen. Ja, da holen wir doch mal. Ach so. Ja. Ich danke Ihnen recht schön. La, 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 la. Genug gekämmt. Oh, mein abendliches Wässerchen. Ich danke Ihnen schön. Sie können gehen. Yeah. Ja. Schwester bleibt, meine liebe, liebe Schwester Melanie. Bethany! Hallo! Bethany, ja? Ich habe Konfekt gebacken. Oh, möchtest du ein wenig probieren? Aber natürlich! Ich würde ja selbst probieren, aber ich habe in der Küche schon so viel davon gegessen. Auf, mein Gott, auf diesen Blitz muss ich mal ein Schlückchen Wasser trinken. Trink, trink. Mir ist das schon ganz komisch. Ja, trink ein wenig Wasser. Oh, das dann wird es dir gleich besser gehen. Du siehst gut aus heute. Dein Haar ist so schön gebürstet. Melanie, mir ist so. Atme durch. Atme durch. Melanie. Melanie. Sein. Eine Tragödie. Dieses Haus bringt Unglück. Ich muss den Kommissar rufen.
Oh, verwählt. Hallo, hier spricht Manny Lowe. Kann ich mit dem... Schicken Sie schnell die Polizei, hier ist ein Unglück passiert. Ja, dann schicken Sie in Gottes Namen den hässlichsten Inspektor, den Sie haben. Ist mir ganz egal. Oh, da ist er schon. Bethany, gleich kommt Hilfe. Chief Inspector Higgins, Scotland Yard. Als Sie angerufen haben, stand ich zufällig in Ihrem Schrank. Miss Manilow, Sie kennen mich vielleicht aus Wallace-Verfilmungen wie Das kindische Tuch und die dicken Eier von London. Aber so etwas Schreckliches wie das hier habe ich noch nie gesehen. Sie ist tot. Es ist eine Sie? Nun, wissen wir schon etwas über die Todesursache? Ach, Sie arbeiten ja gar nicht für mich, Entschuldigung. In solchen Fällen, Miss Manilow, ist die Lösung meist so einfach, dass man sich fast schämt. Denn allzu oft ist der Täter in unmittelbarer Nähe des Tatortes. Und jedes zweite Mal ist es kein anderer als der verhaltensgestörte Butler. Aus! Was? Aus! Ich habe doch noch gar nicht gesagt, warum. Ach ja, ist auch egal. Pass auf, du hast da sicherlich deinen Text geladen, da weißt du auch Bescheid, wie es weitergeht. Aber pass auf, es ist mir einfach zu x-beliebig. Wir müssen das ein bisschen aggressiver machen, dass auch die jungen Leute gucken, ja? Ja. Schon mal was von Agro-Berlin gehört. Wir müssen mal so, ja genau, Berlin. Ich sage euch, wir machen das auf Berliner Taxifahrer-Deutsch. Ja! So machen wir das, genau auf die Art machen wir die das, ja? Die gleiche Szene als genau Berliner Taxifahrer. So, genau so, nur halt auf Berliner Taxifahrer. Und Action! Kackbratze! Gieß mir mal ein Wasser rüber, Matthias! Mein Gott, ich bin frisch gekämpft, und alles hier! Wenn ich gekämpft bin, brauch ich Wasser, weißt du doch! Na, Alter, mach Wasser hier! Schön, schön, danke! So! Wo bleibt der blöde Suppenhuhn, meine Schwester Melanie? Weißt du, was ich nicht verstehe, Button. Betty? Ich bin in der Küche, ich höre die schreien, ich höre diesen Anhänger des Prekariats hier rumarbeiten. Ich finde es okay, dass wir ihn aus dem Hartz IV rausgeholt haben, aber ich finde nicht, dass wir uns alle gefallen lassen müssen von ihm, ja? Nee, tu die alte Kackbratze wieder in Heim, wenn stell ich stell die Kinder muss. Vorhang, damit ich dich nicht sehe. Gott mit deiner Scheißfriese hier. Ich kann es nicht ertragen. Kinder Vorhang, damit ich die blöde Fresse nicht sehen muss. Ich hab gebacken. Ach, supi. Ist mit Schokolade und so weiter und Schokoladenkack hier. Probier halt mal. Lecker. Gut, wa? Ganz super. Ach, mein Gott. Ruhig. Das hat ja so geblitzt, da muss ich mir einen drauf trinken hier. Prost. Schmeckt das denn? Super. Hab ich selbst gemacht. Toll. Steh mal mir auf. Ist ganz komisch, ist mir irgendwie. Ich weiß so ja nicht mehr, ich fühle mich nicht so. Halt dich aufrecht, halt dich aufrecht. Ich kann ja nicht mehr so, wie ich will sonst hier. Oh, das geht bergab, das geht bergab. Oh, das geht auch nicht. Ich den ganzen Tag ist sie besoffene Betty. Ich wär verrückt, das Herz schlägt nicht mehr und jetzt hab ich hab wieder das Problem und der Hartz-IV-Empfänger steht hinterm Vorhang und tut, als hätte er nicht gesehen. Oh, ey, Kollegen! Schlampe. Herr Wobereit, ich weiß, Sie sind schon wieder mit Frau Christiansen auf einer Party, aber können Sie mal einen Ihrer Sicherheitsbeamten hier vorbeischicken, wir haben ein Problem. Vielen herzlichen Dank. Wiedersehen. Das ging aber schnell.
Hör mal, Fräulein, ich glaube, es hackt, wa? Ich stehe seit 20 Minuten in den Scheißschrank und meine Uhr läuft und läuft weiter, verstehst du? Ich bin schon bei 40 Euro, was ist denn los hier? Euch? Soll ich den mitnehmen oder was? Der stinkt doch schon. Das ist eine Frau, das ist meine Schwester und ich bin stark betroffen. So. Nimm erstmal Pfiffi ab, wenn du mit mir redest. Ich glaube, ich spinne, da brauche ich einen Kombi, wenn ich den Mops in mein Auto kriegen will, hör mal. Den krieg ich so ja nicht mit. Der macht mir Flecken und alles, weißt du? Mann, ey. Hör mal. Können wir mal Spurensuche betreiben? Können Sie vielleicht mal was Kreatives beitragen? Ich pack den nicht an, bist du bescheuert oder was so? Hör mal, ist das hier so eine Hippie-Kommune, wo alle durcheinander bumsen oder was? Wer steht denn hier hinter den Vorhang? Och, du liebe Güte. Die nächste Flitzpiepe. Weißt du was, der Vase, geh nach Hause, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. So, Mensch, aus jetzt hier, aus, aus. Nicht so. Aber viel dabei. Das war richtig schau. Das war richtig toll. Das habt ihr gut gemacht. Jetzt haben wir eine X-Baby und jetzt haben wir eine aggressive. Aber ich würde mal. Gesundheit. Das sind die Haare hier. Ja, ja nur, kann man das machen. Meine Güte, also. Wir können gerne die Perücken tauschen, wenn du möchtest. So, also pass auf. Ich möchte doch mal noch eine versuchen. Vielleicht mach ein bisschen was Liebevolleres. Vielleicht so ein bisschen so, naja, wir wollen ja auch die ganz Kleinen erreichen. Die gucken ja mal mit Oma und Opa Fernsehen, Krimis und so. Deswegen habe ich gedacht, macht mal jetzt alles auf Sesamstraße. Sesam. Das könnt ihr doch. Was? Sesam. Könnt ihr doch, oder nicht? Super. Ja, ich muss nicht fragen. Naja, also bitte. Genauso, nur anders halt, wa? Sesamstraße. Und Action! Hier ist Edgar. Tiffy, ich hätte gerne ein Glas Wasser. Bevor ich mich in meiner Höhle zum Schlafen lege, möchte ich gerne ein Glas Wasser trinken. Oh, danke, Tiffy. Und das war eine ganz tolle Ernie-Improvisation. Wo denn wohl Fienchen bleibt? Fienchen bringt mir doch gerne immer eine kleine Praline vor dem Schlafengehen. Jetzt hatte ich gerade vergessen, dass ich Samson bin. Aber Fienchen. Hallo! Oh. Schwester! Oh, Fienchen. Das ist ja toll. Ich wusste gar nicht, dass Schnecken auch Pralinen machen können. Ja. Toll. Gut. Ganz lecker. Schmeckt's dir? Ja. Ist nicht satt? Ganz toll ist übrigens, dass ich meinen gelähmten Arm sogar bewegen kann. Eigentlich hat Samson ja nur einen zur Verfügung. Hab ich drei Finger? Oder vier? Du bist eine Schnecke, du hast gar keine Finger, aber okay. Aber Wienchen, wo du sagst. Ja? Mir ist ganz komisch. Pass bloß auf und fall nicht hin, sonst tust du dir noch weh. Ja, ja, das kann sein, aber ich glaube, das Schlimmste ist, wenn ich hinfalle und auf dich drauf falle und dich begrabe. Oh mein bitte Gott! Nicht, oh. Bitte nicht! Aua! Aua! Du hast mir weh getan. Geh mal runter da. Ich muss jemand anrufen. Roll mal zur Seite. Mann. Du hast mich ganz verdrückt. Ich gehe kurz zum Telefon. Geht's dir nicht gut? Oh, ich glaube, ich rufe schnell die Polizei. 110? Hallo, kommen Sie schnell vorbei. Samson hat ein Problem. Tschüss. Mann, ich bin eine Schnecke, mach mal langsam. Hier. Wollen Sie vielleicht ein G kaufen? Nein! Ich will auch kein F kaufen und kein Z. Genau.
Genau. Meine Schwester ist tot. Ist das die Schwester? Ja, also Samson ist das. Seid ihr wirklich Geschwister? Ja. Weil sonst hätte ich jetzt das Lied gesungen. Eins von den Dingen ist etwas anderes. Ihr seht euch nicht wirklich ähnlich. Ja, wir wurden nach der Geburt getrennt. Besser ist das. Kannst du was machen, Onkel? Ja, natürlich. Oh, du bist so gemein. Sehr zufrieden? Du sollst aufklären, wer ihn umgebracht hat. Das ist ganz einfach. Pass auf. Ich mache erst so. Und dann singe ich, hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Kuchen da. Kuchen da. Sehr gut. Wer hat eigentlich gesagt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist? Ich nicht!